belastete, erwies sich als knifflig. Doch Yennefer und die Hexer schafften es, ihm beizukommen. Der hässlichste Mann der Welt erwies sich nicht nur als Elf, sondern als elfischer Wissender. Avalach, so hieß er, war ein Elfenmagier, der Ciri bei der Flucht vor der wilden Jagd geholfen und sie dann auf der Nebelinsel versteckt hatte. Bam, Leute, und herzlich willkommen zurück zu The Witcher 3 Wild Hunt. Wir sind letztes Mal am Point of No Return angekommen. Glaube ich zumindest. Oder können wir nochmal zurück? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall wollte das Spiel, dass wir manuell speichern, weil jetzt scheinbar der krasse Shit abgeht. Und wir Richtung Ende von Witcher 3 zugehen. Wir müssen jetzt dem Glühwürmchen folgen. Und wir wissen, wenn wir dem Glühwürmchen folgen müssen, dann kann das nichts Gutes bedeuten. Wissen wir nicht, aber das behaupte ich jetzt einfach mal. Ist auf jeden Fall schön neblig hier auf der Nebelinsel. Wo ist das Glühwürmchen hin? Da ist es. Das Segel ist zu fett. Ja. Hier sind auf jeden Fall schon einige Schiffe gestrandet. Oder Boote. Was war das? Oh fuck, das sind ja Monster. Nein! Bitte nicht! Geh weg! Nein! Das sind Drachen oder was auch immer! Eckikikiblebe! Oh, nee. Kann ich kein Schießen? Nee. Sollen wir einfach nur weitergehen? Die sind abgehauen, okay. Oh nee, das sind noch mehr. Seid ihr denn für komische Wasserdrachen? Alter! Mein Boot! Das ist mein Boot! Geht weg! Jetzt habe ich immerhin die Aussteigefunktion wieder. Das ist auch gut. Muss ich hier landen? Ich lande hier einfach mal. Steuer loslassen. Hast du gut gemacht, Geralt. Das ist eine Kiste. Die gehört jetzt mir. Diamantstaub. Ja, guck mal, jetzt finden wir so einen geilen Scheiß in einer bescheuerten kleinen Truhe. Aber na gut. Wir folgen weiter dem Glühwürmchen. Hier ist eine Laterne, da ist irgendein Monster. Aua! Aua! Was soll das? Uah, da ist ja noch einer. Komm, du darfst mich mal heilen, bitte. Na komm. Ja, komm, muss auch treffen. Mensch, kann man draufhauen. Das sind ja noch welche. Aua. Ah, Neblinge, okay. Wer hätte es gedacht? Auf der Nebelinsel gibt es Neblinge. Wow. Wo ist der andere? Der stirbt gerade. Achso, das war er. Okay. Smaragdstaub. Noch irgendein Staub. Alles staubig hier. Okay. Wir folgen weiter dem Glühwürmchen. Mach mal Quinn an. Sicherheitshalber. Da fragt man sich doch, wer hat diese ganzen Laternen aufgestellt? Wir werden es nie erfahren. Ich kann es auf jeden Fall ausmachen. Cool. Ja, toll. Das ist ein Haus. Ah. Ob da Ciri drin ist? Das Glühwürmchen hat vor der Hütte angehalten. Ich sollte reinschauen. Ja, es klingt aber ehrlich gesagt... Was geht da hinten ab? Scheint eine fette Rave-Party zu sein. Verschlossen. Ja, natürlich. Ist da jemand? Ciri da drin wäre, würde sie dir antworten, ne? Ich will nichts Böses. Bitte aufmachen. Du hast unsere Deckung auffliegen lassen. Wer bist du und was willst du? Da werden sie einfach sagen, die ist nicht hier. Frag mich mal, wer sie sind. Ich werde Geralt genannt. Und wer seid ihr? Das ist der Hexer.
hab eine Ballade über ihn und diese Zauberin gehört. Wie war noch ihr Name? Sei still! Yennefer. Die Zauberin heißt Yennefer von Wengerberg. Ja, genau. Ihre Augen schleudern Blitze. Ihr Herz gleicht einem Eisberg. Wie ging's noch weiter? Beim Bart meiner Mutter reißt euch zusammen, Jungs. Du da draußen vor der Tür. Geralt, richtig? Ja, Geralt. Hör zu, Geralt. Kommen wir zusammen. Wir haben Schiffbruch erlitten. Bestien aus den Tiefen haben unsere Freunde verschlungen. Und der Rest hat hier Unterschlupf gefunden. Ist aber nichts Besonderes. Auf der Insel lauern viele Gefahren. Aber das dürfte erklären, warum wir misstrauisch sind. Natürlich. Immer ein bisschen Smalltalk hier. Auf diese Insel gelangt man nicht auf gewöhnliche Art. Herrje, ist dein Schiffbruch etwa gewöhnlich? Lass gut sein. Du weißt, was er meint. Alter, dieser Blick. Lass es mich erklären. Der könnte töten. Vor kurzem waren wir auf dem Weg von Skellige nach Novigrad. Und Ferenc kam mit dem Kapitän ins Gespräch, der ihm ein magisches Glühwürmchen verkaufte, das angeblich den Weg zu einem Schatz kannte. Okay. Ja, ich werde euch natürlich... Ihr müsst euch vor mir nicht fürchten. Sprach der Fuchs zur Gänseschar. Ich habe schon zu viele Kameraden verloren. Das kann ich nicht riskieren. Wenn ich eure Kameraden finde, glaubt ihr mir dann, dass ich euch nichts tue? Ja, aber das wird nicht einfach. Wie viele sind es? Drei. Ivo, Gaspard und Ferenc. Dieser Ivo. Wo soll ich nach ihm suchen? Der Teufel hat darauf bestanden, die Höhlen im Osten zu erforschen. Ich wollte ihm die Idee aus dem Kopf schlagen, ließ sich nicht umstimmen. Okay. Gaspard, wo finde ich ihn? Er sagte, es sei schwachsinnig, auf Rettung zu warten. Wir sollten was unternehmen, oder zumindest er würde es tun. Angeblich hat er ein Licht draußen auf dem Meer gesehen und wollte auf den höchsten Gipfel klettern, um nach Schiffen ausschauen. Vielleicht waren wir das. Wo ist Ferenc hingegangen? Nach Westen, auf der Suche nach einem Schiff, das angeblich dort sein soll. Ferenc, er ist da. Geschickt. Er dachte, er könnte es reparieren. Seetauglich machen. Also gut. Also gut. Mal sehen, ob ich alle drei finden kann. Bis dann. Ich bin froh, dass du Verständnis hast. Gut. Suche in der Höhle. Machen wir das doch mal, oder? Was ist am nächsten? Ja, die Höhle ist am nächsten. Na dann. Ja, gehen wir mal ab zur Rave-Party hier, würde ich sagen. Ein paar Runensteine hier, Manuskripte, ja geil. Da schwebt ein Stück Gras in der Luft. Oh, da nochmal. Ja, cool. Können wir uns da vorbeischleichen einfach? Ich befürchte, nein. Erstmal Blümchen pflücken hier. Pusteblume. Oh. Komm, Geralt, renn einfach. Komm schon. Einmal durch. Wo sind wir hier? Wir sind erstmal halt da runter. So, genau. Schön abrollen. Und dann haben wir hier ein paar Sumpfschrullen oder was war das? So. Aua. Auch mein Schiff kaputt zu machen. So, die Schrulle, olle Tante hier ist tot. Und die auch noch direkt. So, darauf erstmal ein Wasserfläschchen. Ja, geil. Hast du gut gemacht. So, in der Hundspetersilie. Schön. Ein Mensch. Ha, wie schön, dich zu treffen. Du bist, ich hab mit deinen Freunden gesprochen. Komm runter. Gut, ich komme. Oder wie die auch liegst. Du Glückspilz, du.
Weißt du, eine Sache bereue ich, dass... Okay. Gut. Verdammt. What the fuck? Tot. Wie dumm kann man sein? Ja gut. Sieht dann bestimmt auch nicht so aus, als ob ich die getötet habe. Ganz bestimmt nicht. Ich habe jetzt nicht den Plot vorhergesehen. Nein, nein. Die anderen werden bestimmt auch nicht sterben. Mm-mm. Garantiert nicht. Müssen nur fest daran glauben. Tür beim Leuchtturm. Ja, da wird bestimmt ein Leuchtturm runterspringen. Keine Ahnung. Oder das ist alles nur eine Illusion. Ja, das sah schon ziemlich lächerlich aus. Vielleicht war es auch eine Illusion oder sowas. Hm. Wenn der jetzt auch noch vom Leuchtturm springt, dann könnte da vielleicht was dran. Oh geil, Fischernetz. Ja, nimm alles mit. Irgendwas ist doch hier seltsam auf der Insel. Irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas stinkt hier. Und das ist nicht meine Unterwäsche. Ah, nein. Hi, Gaspard. Kommst du einfach mit mir mit? Hey, wach auf. Lass das. Zurück ins Bett, Leckermaul. Wach auf. Was ist denn? Wer bist du? Ich bin Geralt. Ja, ihn können wir ja mal fragen. Hast du hier zufällig eine Frau mit aschblondem Haar gesehen? Hier? Nein, keine Sterbensseele. Aber ich verpasse auch viel, weil ich ständig schlafe. Haben wir mitbekommen. Deine Freunde haben mich gebeten, dich, Ferenc und Ivo zu suchen. Ich fürchte, dass sie tot sind. Monster haben Ivo umschwärmt, hab's mit eigenen Augen gesehen. Und Ferenc, hab seinen Schrei gehört. Dann das Brüllen einer Bestie. Gehen wir zurück zur Hütte. Ich beschütze dich unterwegs. Schade um die Kameraden, wirklich. Aber was soll man machen? Komm jetzt. Aber ich sollte dich warnen, dass ich an Schlafkrankheit leide. Das bedeutet... Ich weiß schon. Keine Sorge, ich halte dich wach. Dann gehen wir. Okay, er springt nicht den Leuchtturm runter. Schlafkrankheit. Die Ausrede muss ich mir auch mal zulegen. So. Dann wollen wir mal. Na komm mit. Immerhin kann er rennen. Das ist doch schon mal gut. Ja, muss ich den natürlich töten hier. So. Scheiß Neblinge. Geh doch alle sterben. Aua. Na, wo sind sie? Da ist der Nebel. Upp, den habe ich nicht gesehen. Aber du bist jetzt auch tot. Na, weg. Da ist er. Aua, 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 Alter. Der macht Schaden. Der macht Aua. Wir trinken Wasserfläschchen. Ich kann nichts machen. Tut mir leid. Ja, dann trag ihn doch. Wach auf. Ich bin wach. Ganz wach. Komm, lauf weiter. Okay. Na, scheinbar scheint er einfach irgendwann zusammenzubrechen. Okay. Weißt du viel über diese Insel? Fast nichts. Weißt du das ja? Warte mal kurz. Das ist charakteristisch für verzauberte Inseln. Denkst du, sie ist verzaubert? Das ist das Einzige, dessen ich mir sicher bin. Oh, nee, nicht. Nein, ich will nicht zur Party. Nein. Alles nur nicht die Party. Oh, da sind noch mehr Neblinge. Ah. So, komm, greif mich mal an, bitte.
Danke. Komm, heil mich voll, Schlampe. Heil mich voll. Warum habe ich so früh losgelassen? Na gut. Dann trinken wir eben noch ein Schlückchen. Geht auch. So, wo ist der Herr? Der feine Herr. Da kommt er angerannt. Der kleine, dicke Mann. So. Versuchen mal die netten Vögel zu umgehen. Ja. Bei. Könnte klappen. Kannst du mal einen Zahn zulegen? Ich weiß, du hast kurze Beine. Aber dennoch. Wir müssen jetzt da irgendwie nochmal hoch. Mal kurz auf die Karte. Ist hier ein Weg? Wie kommen wir da hoch? Wir müssen eigentlich genau in die andere Richtung da, ne? Aber wie kommen wir da hoch? Ja, da gab es doch mal einen Weg. Kommen wir hier irgendwo hoch? Da kommen wir hoch, oder? Ja, okay. Komm mal ran hier, Dickerchen. Na komm. Ja, fein. Ah, da drüben sind Monster rechts, aber die kommen nicht zu uns. Gut. Na, dann wollen wir mal. Da ist die Hütte. Komm schon. Nur einmal eingepennt, das passt doch. Oh. Ich kann nichts machen. Tut mir leid. Na, erstmal Licht ausmachen hier. Ja, komm. Hallo. Komm schon, steh auf. Oh, lecker Maul. Bist wieder ungezogen. Was? Schon gut. Ich bin wach. Ja. Yeah. Lecker Mäulchen. Steh mal auf. Ah, nicht so viel trinken. Was hat dich an diesen seltsamen Ort geführt? Ich suche jemanden. Hab ich doch schon gesagt. Hm, das hat sich so ergeben. Willst wohl nicht gern darüber reden, oder? Wir sind jetzt eh gleich da. So. Hier scheint es sicher zu sein. Komm aber wieder zurück. Und beeil dich, ja? Hier gibt es nicht wirklich viel zu sehen. So, ich berichte mal von Ivo. Kann ich nicht, okay. Dann suche ich nach Ferenc. Okay. Irgendwo in der Richtung. Dann wollen wir mal. So, dann müssen wir durch. Ah, die Neblinge wieder durch. Habe ich gerade keinen Bock. Tanglarode oder wie auch immer. Wie auch immer die heißen. Ah, da ist nochmal eine. Ja, komm. Müssen wir wahrscheinlich eh gegen die kämpfen, wenn wir wieder zurückgehen. So. Mach mal einen Abgang. Da war er doch. Wo ist er? Da ist er. Einfach drauf da. Zu lecker Phosphor. Niam, niam. Was ist das denn? Das ist ein riesen Mutantenelch. Junge. Bei deiner Geburt ist was falsch gelaufen. Vor dem Bias fliehen. Die kurzen Beine von er war zu langsam. Schade, dass er tot ist. Soll ich? Kurzes Wasserfläschchen zur Stärkung. Ich glaube, warum nicht, ey? Das Ding hat's verdient. Attacke! Ein Unhold. Ja, komm. Greifst du auch an? Ach, der heilt sich. Na sowas. Aua. Und er hat ordentlich Wumms. Aber viel Leben hat er nicht, scheinbar. Ah, fuck. Aber der kann komische Sachen. Hör auf. Ach, ich kann nicht mehr anvisieren, oder was? Okay. Also hat mich auf jeden Fall erblindet, scheinbar. Und ich kann nicht mehr anvisieren, richtig. Jetzt geht's wieder. Okay.
trinke ich mal ein Schlückchen. Aber allzu schwer dürfte er nicht sein. Der haut mich zwar ganz schön, aber mit Quen ist das kein Problem. Ja, geh doch da durch, Geralt, oder bist du so fett? Ja, mal schön ausweichen. Und da ist es tot. Na Mensch. Grünes Mutagen und Holdauge. Alles klar. Gehen wir mal zur Hütte zurück. Da hat er gar keine Erfahrung gegeben, Mensch. Oder kaum. Finde ich frech. Finde ich schon ganz frech. Aber gut. Aber hier war doch irgendwo noch ein Nebling. Den würde ich gerne aus dem Weg gehen. War der wieder hier so? Ja. So irgendwie. Da sieht er mich. Tangalore. Verpiss dich. Nein, hat er mich gesehen? Ich glaube, er hat mich gesehen. Er folgt mir zumindest. Oh, jetzt hat er. Jetzt hat er es aufgegeben. Besser für dich. Besser für dich. So, Dudes, ich habe einen von drei gefunden. Ich habe alle drei gefunden. Ich habe euren Freund dabei. Wirklich? Dann soll er was sagen. Mach auf. Ja, ich bin wach. Gaspard, Türkisch, öffne die Tür. Gaspard, du siehst verwirrt aus. Ach, verwirrt. Höchstens etwas schlaftrunken. Was ist mit den anderen? Einer war in der Nähe einer Monsterhöhle. Leider schon tot. Ich habe einen von der Klippe stürzen sehen. Hat sich den Hals gebrochen. Verdammt. Rabenik hatte mich gebeten, ein Auge auf diesen Rotzlöffel zu haben. War sein Neffe. Danke für deine Hilfe und tut mir leid, dass ich dir nicht vertraut habe. Ja, alles ist schief gelaufen. Was sollen wir jetzt machen? Ich habe ein Boot. Ihr könnt mitkommen. Aber erst muss ich jemanden finden. Ein Mädchen mit aschblonden Haaren? Ja. Das tut mir sehr leid. Was genau tut dir leid? Was willst du damit sagen? Sie ist ganz kalt. Ihr Geist hat sie verlassen. Sie muss gestorben sein, kurz bevor wir sie gefunden haben. Wir warten beim Boot. Ist sie hier? Die haben doch übrigens niemals alle auf dem Boot Platz. Du meinst so nebenbei. Ciri? Hallo? Oh oh. Erstmal, ob sie wirklich tot ist. Warum ist sie gestorben?
Okay. Dann hast du nicht alles vergessen, was Wesemir dir beigebracht hat. Ein Hexer kann das Essen, das Trinken und sogar das Atmen vergessen. Aber ein Hexer vergisst niemals, sich um seine Klinge zu kümmern. Ja, das habe ich auch ständig wiederholt und es wurde mir nie langweilig. Was für eine Kreatur war das? Was Kreatur? Von der du die Narbe über dem linken Auge hast. Die ist neu, die kenne ich noch nicht. Eine Erinnerung an die Gorgo von Spala. Eine Erweiterung meiner Sammlung, nichts Besonderes. Aber deine ist dafür gut verheilt. Avalach. Er hat ganz spezielle Salben für mich zubereitet. Aber das war, bevor der Fluch von ihm Besitz ergriffen hat. Wo er jetzt wohl sein mag? Wir haben den Fluch gebrochen. Er wartet in Kaer Morhen auf dich. Meinst du das ernst? Wahrscheinlich schon, bei sowas würdest du nicht scherzen. Das ist ein schönes Erwachen. Du vertraust ihm? Avalach? Er hat mich nie im Stich gelassen. Kein einziges Mal. Wie ist es gekommen, dass du mit Avalach gereist bist? Als ich dich und Yen auf der Marlos-Insel verlassen hatte, wurde ich verfolgt. Eredin und seine roten Reiter waren mir auf den Fersen. Ich bin durch viele Welten geflohen, viele Male. Einmal hätten sie mich fast erwischt. Da ist Avalach aufgetaucht, aus dem Nichts. Er hat ein Portal gefunden und uns in eine Welt gebracht, in der uns Eredin nicht finden konnte. Ungefähr ein halbes Jahr lang. Diese Welt, in der euch Eredin nicht finden konnte, was war das für eine? Du würdest mir nicht glauben, wenn ich's dir erzähle. Versuch's trotzdem. Die Leute dort hatten Metall in ihren Köpfen, kämpften aus der Ferne und benutzten so ähnliche Dinge wie Megaskope. Und dort gab es keine Pferde, alle hatten stattdessen fliegende Schiffe. Ciri, okay. Lass den Blödsinn. Ich hab doch gewusst, dass du mir nicht glaubst. Wir hätten dort bleiben sollen. Interessant. Wieso bist du wieder zurückgekommen? Ich dachte, die Jagd hätte endlich meine Spur verloren. Ich dachte, ich wäre sicher. Außerdem wollte ich dich finden. Dich und Yennefer. Du hast nach uns gesucht, wir haben nach dir gesucht. Oft hatte ich das Gefühl, dass du nur einen Schritt entfernt bist. Dann wieder dachte ich, ich würde mich im Kreis bewegen. Das überrascht mich nicht. Manchmal bin ich wirklich überstürzt geflohen. Also, erzähl mir, wie alles gekommen ist. Schritt für Schritt. Eredin hat uns aufgespürt, als wir auf Azgellig gelandet waren. Kurz darauf waren wir schon von Reitern umzingelt. Ich dachte, das wäre das Ende. Aber Eredin hatte andere Pläne. Er holte das Phylakterium heraus, entkorkte es. Wir waren von Nebel umgeben und Avalach begann, nach Luft zu schnappen. Hat Eredin so Avalach verflucht und seine Verwandlung in Uma ausgelöst? Ja, er wollte ihn nicht töten, nur erniedrigen. Aber Avalach wollte sich nicht kampflos ergeben. Er wirkte einen Zauber, der unter den Reitern großen Schaden anrichtete. Und auch einen halben Wald auf Azgellig verwüstete. Aber er verschaffte uns auch Zeit zur Flucht. Avalach öffnete ein Portal und ich sprang hinein. Er sollte mir folgen, aber irgendwas ging schief. Der Fluch behinderte ihn und er erreichte das Portal nicht mehr rechtzeitig. Wir hatten uns geeinigt, dass wir uns in seinem Versteck in Velen treffen, sollte etwas schiefgehen und wir getrennt werden. Aber ihr habt euch dort nicht getroffen. Nein, haben wir nicht. Sobald ich im Portal war, bin ich statt in Avalachs Versteck mitten im Buckelsumpf gelandet. Ich bin den Mumen nur knapp entkommen. Und da kam der Baron. Weißt du, dass er mich zur Jagd mitgenommen hat? Ich habe mit dem Schwert ein Wildschwein erlegt. Hab ich gehört. Reiner Zufall. Ich wollte an dem Tag nicht jagen, aber ich wollte auch nicht ablehnen. Ich hatte nichts dabei, was einer Jagdwaffe entsprach. Ich wollte nicht jagen.
Ich bin durch den Wald gestreift, habe die Luft tief eingeatmet und dann plötzlich ein seltsames Geräusch gehört. Hat dich das Schwein angegriffen? Groß wie ein Büffel kam es direkt auf mich zu. Ich hatte nur mein Schwert. Ich musste es erlegen. Du hast dich gut geschlagen, so wie es die Männer des Barons erzählt haben. Alles einfache Soldaten. Aber wir haben uns blendend verstanden. Schade, dass ich fliehen musste. Aber ich wollte sie nicht der wilden Jagd ausliefern. Außerdem wusste ich da schon, dass der Fluch vorangeschritten war. Deshalb suchte ich nicht länger nach Avalar, sondern nach dir und Yen. Und wie hast du so einen Mann wie Hurensohn Junior kennengelernt? Ich konnte dich und Yennefer nirgendwo finden. Und ich brauchte jemanden, der das Phylakterium reparieren konnte. Das schafft kein normaler Handwerker. Ich brauchte einen Magier mit außergewöhnlichen Kräften. Rittersporn half mir dabei. Es war, als ob seine Ehre davon abhängen würde. Er hatte ein Treffen mit einem Magier vereinbart, aber das war nur eine Falle der Tempelwache. Das hat er mir gar nicht gesagt. Er wollte dich sicher nicht beunruhigen. Später haben wir herausgefunden, dass die Wache das häufiger macht. Um Leute zu schnappen, die mit den Magiern zusammenarbeiten. Wir mussten einen anderen Weg finden. So viel stand fest. Dann erzählte Rittersporn, dass er einen Mann kennen würde, dem ein Teil von Novigrad gehört und der mehr tun könnte als andere. Er würde sicherlich jemanden kennen, der das Phylakterium repariert. Hurensohn Junior. Ich dachte mir schon, dass es nicht die beste Idee war. Aber ich war verzweifelt, hatte keine Wahl. Hatte ich mir schon gedacht. Hurensohn war einfach nicht der richtige Komplize. Dieser Einfallspinsel dachte, wir hätten ihn betrogen und hat dann Dudu entführt. Den ihr sofort befreit habt, nur um auf die Tempelinsel zu fliehen. Tolle Idee. Wir hatten das nicht geplant, hatten keine Zeit zum Nachdenken. Wir sind einfach los. Mir fiel nicht mal auf, dass mich die Wachen in eine Falle getrieben haben. Plötzlich war ich drin und wusste, dass ich verschwinden musste. Sofort. Und so bist du dann wieder nach Skellige gekommen. Die Küste von Hindarsfjall. Der erste schöne Ort, der mir eingefallen ist. Hjalmar und ich waren dort früher immer schwimmen. Moment mal, bist du wirklich zufällig dort gelandet? Ich dachte, du und Avalach, ihr hättet einen Plan. Nein, er spürte, wenn ich meine Kräfte eingesetzt habe. So wie Eredin spürt, wo ich bin und wohin ich reise. Tatsächlich ist Eredin kurz nach mir gekommen, mit seinen Reitern. Wieder ging alles sehr schnell. Lofoten, der Angriff der Jagd, meine Flucht und dann Träume. Nur Träume. Was hast du geträumt? Ich hatte in letzter Zeit nur Albträume. Ziemlich schrecklich. Ich auch, die meiste Zeit über. In einem verfolgte dich das Monster eines totgeborenen Kindes. Boah, das war schrecklich. Ich hatte auch ein paar schöne Träume. In einem saßen wir in einem Feuer, tranken guten Wein und alle Leute tanzten und lachten. Der gefällt mir viel besser. Mir auch. Aber diese Träume und die anderen endeten in einem Turm. Egal, was ich geträumt habe, am Ende ging ich immer in einen Turm hinein. Hast du ihn erkannt? Weißt du, wo er sein könnte? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube nicht, aber irgendwie kam er mir bekannt vor. Und schrecklich. Der Turm war kahl und tot. Aber gleichzeitig hatte ich das Gefühl, dass ich ihn betreten musste. Hast du es getan? Nein. Alle Träume endeten damit, dass ich nach dem Eingang suchte. Und beim letzten Mal sah ich statt des Turms dein besorgtes Gesicht. Wäre die Narbe über deinem Auge nicht gewesen, hätte ich gedacht, dass ich immer noch träume. Ich hatte Angst, dass du tot bist. Hab ein paar Zwerge gefunden. Sie sagten, sie hätten versucht, dich aufzuwecken, aber du wärst eiskalt gewesen und hättest nicht geatmet. Und trotzdem bist du reingekommen. Wer hört denn heute noch auf Zwerge? Da fällt mir ein, sie sind bestimmt schon nervös. Wir sollten gehen. Ich habe ein Boot am Strand. Sobald wir anlegen, reiten wir nach Kaer Morhen hin. Gut. Ganz gewöhnliches Reisen. Das war schon immer besser.
Doch ein Portal wäre schneller. Und würde uns Eredin direkt auf den Hals hetzen. Das sollten wir nicht riskieren. Außerdem hasse ich Portale. Das wissen wir. Schön, alles nochmal ein bisschen Revue passieren lassen. Verdammt. Die sind wahrscheinlich schon weg, ne? Ja. Hör zu, wir müssen überlegen, wie wir... Oh nein. Die haben ein Boot. Die werden uns bestimmt mitnehmen. Sie werden wissen, wohin wir gehen. Sie werden mich finden. Das wissen Sie jetzt schon. Ciri, bring uns nach Hause. Wir wollen sie ja eh nach Kermorin locken. Puh. Also, ich habe immer noch nicht ganz verstanden, warum sie jetzt wieder lebt, nachdem sie scheinbar tot war. Aber ist ja egal. Ey, sie lebt. Und wir sind jetzt in Kaer Morhen. Und locken die wilde Jagd direkt dahin. Wie geplant. Noch scheinen wir nicht hier zu sein. Ja. Klopf, klopf. Willkommen zurück, Kind. Ciri! Mann, bist du hübsch geworden. Stehen wir hier nicht rum. Begrüßt lieber die anderen. Ihr habt euch gar nicht verändert. Ihr... seid so wie in meiner Erinnerung. Was? Kleine Schwester. Ja, guter Zeitpunkt. Alle sind hier, die du um Hilfe gebeten hast. Avalach ruht sich im Turm aus. Sein Zustand ist immer noch schlecht. Kein Grund, das hier draußen zu tun. Kommt rein. Verdammt, wie schön, dich wiederzusehen. Schön, dich zu sehen, Triss. Bedank dich bei Yennefer. Sie hat mich eingeladen. Wir besprechen das später. Wir sollten uns beraten. Drinnen. Yen, du kennst die wilde Jagd besser als alle anderen. Was kannst du uns über die Magie sagen, die sie benutzt? Ihre Navigatoren öffnen Portale, denen wir vielleicht Demeritium oder unsere eigene Magie entgegensetzen könnten. Außerdem beschwören sie die Kälte, die sich in der Leere festsetzt, die sie durchschreiten. Wir sind einfach zu wenige. Das wird ein harter Kampf. Ja. Hast sie gefunden. Ha. Oh. Sie haben mir gesagt, die Jagd ist hinter ihr her. Hübsche Fässer. Jederzeit ungebeten reinplatzen. Also habe ich eine Mahakama-Mischung vorbereitet. Wenn die hochgeht, bleiben nur Fetzen übrig. Da finde ich gut.
Ich mag den Zwerg. Ich hoffe doch sehr, dass das Gas funktioniert. Wird es. Wir müssen es nur im richtigen Moment zünden. Und das Loch? Okay. Bleibt das für immer? Um das Loch machen wir uns Sorgen, wenn alles vorbei ist. Nun tritt zurück, Meister Hexer. Okay. Zaubertrick. Zaubertrick. Na? Kein Zaubertrick? Oh. Nur Gas. Naja. Wer hätte gedacht, dass Gas so stinken kann? Wir müssen die anderen warnen, damit keiner mit offenen Sie ist eine von uns, Geralt. Wir lassen nicht zu, dass sie sie kriegen. Richtig so, Lambert. Verdammter Schrotthaufen. So alt wie Wesemir. Ja. Ja. Aber solange es funktioniert. Esk. Grüß dich, Wolf. Ja. Hallo, möchtest du reden? Esk. Oh. Ich brauche Ruhe, muss mich vorbereiten. Alles klar. Dann mach du dein Ding. Du bist hier. Ja, du auch. Vielen Dank, dass ihr beide gekommen seid. Keine Ursache. Aber du hast vergessen, mich einzuladen. Spar dir die Entschuldigung, Geralt. Wes hat ihre Wut unterwegs an mir ausgelassen. Sie ist fast darüber hinweg. Sind wir wirklich nur so wenige? Nur die Qualität zählt, nicht die Quantität. Die Denkweise eines Hexers. Das mag fürs Jagen und Bekämpfen von Monstern gelten, aber nicht für große Schlachten. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Wir sehen uns um. Ich muss mich mit dem Schlachtfeld vertraut machen. Ja, kann sein, dass wir etwas wenig sind, aber... ja... Passt schon, oder? Vielleicht kriegen wir überraschenderweise doch noch Verstärkung von dem einen König da. Ich weiß doch die Namen nicht mehr, Mensch. Eine Illusion. Okay. Sei gegrüßt, Geralt. Wenn ich heute sterbe, will ich dabei wenigstens umwerfend aussehen. Ja, Kayra. Die kennen wir doch noch. Ziemlich früh am Anfang. Ruft alle zusammen. Wir müssen reden.